Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Spore. Und ja, willkommen in der ersten Folge eines Hauptprojektes, und zwar eine halbe Stunde Folge. Und ja, allerdings muss ich euch was sagen, Leute. Es ist mir wieder mal ein Missgeschick passiert, sodass eine halbe Stunde aus der Zivilisationsphase fehlt, einfach so. Wir waren ja beim letzten Mal, hatten wir angefangen und hatten Krieg mit Rot angefangen hier vorne, ne? Und ja, jetzt ist beim letzten Mal Folgendes passiert, und zwar die Stadt hier haben wir ja eingenommen noch, ne? Wir haben als letztes hier den Portum geklaut. Der Rote, wir haben hier diese Stadt kriegerisch eingenommen, Leute. Da können wir sogar noch aufbauen. Ja, wir haben diese Stadt kriegerisch eingenommen. Das heißt, ja. Was soll ich jetzt sagen? Also, wir heißt die Stadt. Wir haben kriegerisch eingenommen. Wir haben Panzer gebaut. Wir haben religiöse Flugzeuge gebaut. Genau, wir haben Flugzeuge bekommen beim letzten Mal, Leute. Und genau hier Flugzeug militärisch. Allerdings, genau, wir haben beim letzten Mal Flugzeug bekommen. Wir brauchen noch sechs Städte. Die sechs Städte, wie es war. In der letzten Folge ein Weltkrieg. Wir haben ja hier angefangen. Luftfahrzeug kaufen, wirtschaftlich. Oder was ist das? Nee, das ist die Religionsstadt. Genau. Wir können. Eine Sekunde, kurze Pause. So, da bin ich wieder. ja, meine Frau war kurz da. Wir haben was gegessen kurz und ja, deshalb. Ja, ich hatte euch ja schon erzählt gehabt, ne, dass wir leider letzte Mission. Ach, letzte Mission, letzte Folge. Ja, ein bisschen, eine halbe Stunde, nicht mehr, was soll ich ja sagen, nicht mehr. Wir hatten eine halbe Stunde Verlust, so, aber wir haben jetzt hier unsere Panzer, die habe ich euch beim letzten Mal noch gezeigt hier, ne, die sehen ja so aus, so schöne Militärpanzer. Und ja, jetzt sind, wir hatten letzte Folge einen Weltkrieg, der Blaue hat alles übernommen, es sind jetzt wirklich nur noch wir und der Blaue übrig. Und wir haben Flugzeuge bekommen beim letzten Mal. Sehen wir ja hier, ne? Wir sind vier Städte. Der Blaue hat noch sechs Städte und mit dem sind wir eigentlich neutral, fast komplett. Das heißt, eigentlich können wir jetzt hier am Anfang die Stadt, wir feiert und weltwirtschaftet mehr Einkommen. Eigentlich können wir. Wir sind nämlich militärisch, Leute. Wir sind militärisch, das darf nicht sein. Wir sind zu militärisch mittlerweile. Wir brauchen ein Wirtschaftsflugzeug. Genau, Leute, ich würde mal sagen. ja, nehmen wir uns mal hier ein Flugzeug. So, das sieht doch geil aus hier. Das hat aber leider nur 10 Wirtschaft. Die sehen alle so komisch aus, die Wirtschaft. Ah, hier, schaut mal hier. Geschäftsjet und ein Frachtjet. Ach, ist da was? Ich nehme hier so ein Jet. Warum eigentlich nicht, Leute? Aber den bearbeite ich noch mal ein bisschen, weil ich mich noch ein bisschen mehr Wirtschaftspower hier drauf haben. Und der soll nicht so weiß sein. Moment. Ich suche mir mal eine stylische Farbe für den aus hier. Das hier vielleicht. Och ja. Moment, was haben wir denn hier? Texturen. Weiß. Nee, komm, mach mal weg hier. Mach mal komplett weg. Mal den noch mal an. So, Leute. Was sieht denn das hier? Was ist denn hier mit? Ah, hier kann man selber malen, ne? Schaut mal. Hier kann man den selber ein bisschen anmalen. Ja, warum eigentlich nicht, Leute? So. Zack. Zack. Oh nein, das Cockpit lieber nicht. So, ja. So. Das Ding sieht doch cool aus, oder? So ein schönen Gleiter hier, so ein schönes Flugzeug. Jawohl, Leute, wir haben Flugzeuge, sehr schön. Dann würde ich sagen, baue ich mal ein paar. Oh, richtig viele davon können wir bauen. Schaut mal hier ist unsere Flotte, unsere Wirtschaftsflotte.
Genau. Wir haben unsere Flugzeuge hier. Und dann würde ich sagen, statten wir dem Blauen doch mal direkt einen Besuch ab. Und zwar hier unten die... Oh, das ist eine religiöse Stadt. Ja, wie gesagt, es sind nur noch Blau und wir übrig geblieben. Es war ein heiterer Weltkrieg. Und da würde ich sagen, Handelsroute vorschlagen. So. Unsere Flugzeuge sind da, Leute. Und, was sagt ihr? Durch diese Partnerschaft kann sich unser Glaube ausbreiten. Wir sind einverstanden. Sehr schön, Leute. Die haben eingewilligt. Korkmann hat deinen Vorschlag zur Einrichtung einer Handelsroute angenommen. Sehr gut. Sehr schön, Leute. Ja, was wir jetzt quasi noch machen werden, ist, wir werden uns sämtliche Städte, ja, kaufen. Sozusagen, weil, ja. Moment, hat man jetzt hier, genau. Wir haben eine Werbekampagne, Leute. Beschleunigt den Kauf einer Stadt. Ich würde sagen, das probiere ich doch mal. Mach mal eine Werbekampagne. Guck mal hier. Putz. Geil. Und schon steht die zum Verkauf, die Stadt. Das ist so krass, Leute. Schaut euch das mal an. Eine Werbekampagne. Geil. Schaut euch das Ding an. Richtig cool. Okay, Leute. Gut. Dann würde ich sagen, kaufen wir mal die Stadt. Nimm ruhig 24.000. Jawohl. Du bist sehr großzügig. Wir nehmen dein Angebot gerne an. Sehr schön. Wir haben noch eine Stadt erobert, Leute. Sehr gut. Yay, sehr schön. Geil. Darauf erstmal Apollinaris. Baba, sehr schön. Geil. Cool, Leute. Du hast diese religiöse Stadt gekauft. Wähle das Spezialgebiet der Stadt. Wirtschaftlich. Genau, weil wir wollen in der nächsten Phase... Oh geil, wir können sogar noch mehr Flugzeuge kaufen hier. Wir können sogar noch mehr Flugzeuge kaufen. Sehr schön. Moment. Wir brauchen deine Truppen. So, was machen wir denn jetzt am besten mit dem? Wir bewundern die mal. So, damit wir schön mit denen ein Bündnis eingehen können, weil ich glaube, sobald wir ein Bündnis mit dem Blauen haben, ich glaube, dann haben wir es sogar geschafft in der Zivilisationsphase. Ich glaube, dann haben wir es. So, dann nimm dir mal... Moment, ich habe aber noch eine Idee hier, was das Flugzeug angeht. Moment. Eine Idee noch. Ich mache den mal ein bisschen schneller. Hier, machen wir dem nochmal hier so eine Düse hier hinten dran, hier oben drauf. Oder hier hinten dran. Ja, sowas hier. Moment. Eine kurze Pause. So, da bin ich wieder. Ja, machen wir dem mal hier noch so eine Düse hier unten dran. Das sieht ein bisschen komisch aus, finde ich. Kann man noch ein bisschen runter? Ja, so. So sieht das doch ganz okay aus, oder, Leute? Ach nee, das ist sowieso andersrum, ne? Das ist... Weißt du was? Warum eigentlich nicht wie ein echtes Flugzeug hier? Hier so? Warum eigentlich nicht? Das sieht doch ganz geil aus. So. Ja, das sieht doch cool aus. Machen wir den mal ein bisschen schneller. Damit wir schön hier schnell die... Man, Wirtschaft Wasser. Nee, brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche keine Wassereinheiten, wenn ich Flugzeuge habe. Weil Wassereinheiten sind viel langsamer als Flugzeuge. So, dann würde ich mal sagen, kommt mal hier hin und versucht mal hier die Stadt zu kaufen. So, die Werbekampagne ist lädt leider noch auf. Was ist das? Bestechungsbombe? Statikbombe? Nein, 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 nein. Okay, nee, wir wollen jetzt nämlich nichts Kriegerisches mehr machen. Warum sind wir immer noch militärisch, Leute? So, dann kommt mal her, meine Flieger. Ihr seid jetzt schön schnell. Durch diese Partnerschaft kann sich unser Glaube ausbreiten. Perfekt. Leute, sehr gut. Dann können wir hier das nochmal handeln, ganz schön. So. Schaut mal an, wie schnell die sind. Das ist so krass, Leute. Wie schnell die hier rumfliegen.
Ist schon krass, ja. Genau, das ist auch eine religiöse Stadt. Schaut mal hier. Ah, die haben auch hier... Du hast dich mit Blaunation verbündet. Sehr gut, Leute. Wir haben ein Bündnis. Gut. Wir haben ein Bündnis. Allerdings reicht das noch nicht. Ne? Bring Geschenke. So. Wir haben gesiegt. Tun wir uns zusammen, damit wir alle unsere Welt in Einigkeit leben können. Ja, ich hatte gehofft, du würdest dich eines Tages anschließen. Leute, ich glaube, das war's in der Zivilisationsphase. Ja, Leute, das war's. Das war es. Die Weltherrschaft ist dein. Wenn du bereit bist, in die Weiten jenseits deines Heimatplaneten vorzudringen, klicke auf den Weiterentwickeln-Button. Klicke hier, um dein Weltraumprogramm zu starten, Leute. Für die Jungfernreise musst du im Designer ein Schiff erstellen. Veränderungen können später in jeder Stadt oder Kolonie deines Reichs vorgenommen werden. Oh, geil, Leute. Hä? Ach, du Heilige. Was ist das? Was ist das? Ach, du Heilige. Ich werde von meinem eigenen... Ich werde von meinem eigenen Monster... angegriffen. Was? Gut, dann nehmen wir die Panzer. Kommt ihr hier hin? Um Gottes... Alter, Leute. Ich werde von meiner eigenen Kreatur angegriffen. Was soll das denn? Wie beknackt. Wirklich, Leute. Was ist... Guck mal. Wir werden von unserer eigenen Rasse angegriffen. Um Himmels Willen. Gut, Leute. Aber warum hängt das denn jetzt hier? So. Wie bescheuert, wirklich. Wie bescheuert. Naja, gut. Können wir hier Militär... Militärisch Wasser, militärisch Luft. Ja, kommt. Wisst ihr was? Macht ihr mal ein Militärflugzeug. So, Leute. Wählen wir uns mal hier was aus. Ein Militärflugzeug, bitte. Oh, geil. Hier sowas hier. Das sieht doch geil aus, oder? Das sieht doch echt gut aus. Ja, ein richtig schöner Bomber hier. Das sieht richtig gut aus, Leute. Würde ich mal sagen, nehme ich das. Perfekt. Jawohl. Der sieht doch stylisch aus, oder? Richtig schöner Tarnkappenbomber. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal diese epische Kreatur kaputt. Luftfahrzeug. So, dann schießt ihr mal alle mal da drauf, ja? So, könnt ihr da drauf schießen? Ihr könnt nicht da drauf schießen, warum nicht? Macht mal unsere eigene Kreatur hier kaputt. Das ist so heftig. Oh, guck mal hier. Die Bürger schießen, helfen auch. Ja, das ist, ja, ja. Macht die kaputt. Wieso kämpfen wir gegen uns selber? Das ist irgendwie bescheuert. Naja, gut, Leute. Uiuiui, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Warum schießt ihr? Seid ihr blöd? Ach, weil die... Okay. Weil die hier unzufrieden sind. Gut, dann... Brauchen wir eh kein Geld mehr. Machen wir euch mal zufrieden. So, hier Unterhaltung. So, machen wir mal zufrieden. Damit ihr aufhört, hier rumzuschießen, Mensch. So, Leute, hier sind unsere Aurora-Flugzeuge. Richtig geil, Leute. Richtig geil. Richtig cool. Gut, Leute, wir haben die Zivilisationsphase tatsächlich geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft, Leute. Wir haben die Weltherrschaft. Und ja, wir haben jede Menge Einheiten. Und dann, gut, dann würde ich mal sagen, in Weltraumphase aufsteigen, Leute. Das ging ja schneller als gedacht. Ohne Scheiß, das ging schneller als gedacht. Das war jetzt quasi eine Folge 45 Minuten in der Zivilisationsphase. Weil halt auch die halbe Stunde gefehlt hat. Ne? Deshalb, ja. Da haben wir nämlich einen schönen Krieg geführt. Aber ja, das ist leider manchmal so. Okay, in Weltraumphase aufsteigen, Leute. Sind wir nach wie vor militärisch? Nein, 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 nein. Doch. Händler. Ja, was denn? Hä? Händler? Okay, ich bin Händler anscheinend. Okay, das ist gut.
weil, wartet, wo ist es? Hier, Moment. Hier, Händler. Händler streben nach Profit. Ihr einziger Verbündeter ist der allmächtige Spore-Dollar. Ja, so sieht's aus, Leute, gut. Wir sind militärisch, aber trotzdem Händler, das finde ich gut, weil dann können wir jetzt aufsteigen. Raumfahrt, Leute. Sehr schön. Genau, die gehen einfach mal durch die Wand. Alles klar. Jo, ne? Oh, geil, wir können ein Raumschiff bauen, Leute. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Gut, allerdings werde ich mir auch eins aussuchen. Aber welches? Das ist doch das Ding, was wir da gesehen hatten, ne? Oder war das das? Das war das, was wir gesehen hatten. Das war das, was wir gesehen hatten in der Dingsphase. In der Kreaturenphase hier. Das sieht schon nicht schlecht aus, aber ich glaube, ich nehme noch ein anderes. Wir können ja hier ein bisschen rumscrollen, ne? Meine Güte, das geht alles ganz schön schnell. Knallharto. Was ist das denn? Was ist das denn für einer? Boah! Der sieht schon echt heftig aus, ja. Nee, 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 aber das ist zu krass. Ich möchte am besten... Langschwanz. Was ist das für einer hier? Raumschiff. Das sieht doch nicht schlecht aus. Das sieht aus wie so ein Raumgleiter. Das ist doch gar nicht mal so schlecht, Leute. Den nehme ich. Den Langschwanz. Den nehme ich, ja. Okay, cool, Leute. Sehr schön. Allerdings muss... Ja, eigentlich nicht. Gut, aber eine andere Farbe hätte ich schon gerne. Ich finde das geil, die Musik hier immer so... Ding, ding, ding. So. Ja. Uff. Macht ihr mal ein bisschen grau. Ja, Leute, das sieht doch gut aus. Wobei hier das Cockpit, das sieht ein bisschen komisch aus. So, genau. So. Und... Ja, dann passt der doch schon soweit, ne? Der sieht doch echt gut aus. Sehr gut, Leute. Weltraumphase. Na endlich, Leute. Wir können in die Weltraumphase aufsteigen. Galaktischer Gott, Leute. Entwickle dich von einer einfachen Zelle zu einem intergalaktischen Wesen. Oh, und hier hat jemand kommentiert. Dankeschön. Dankeschön, lieber Emerius. So, Leute. Wenn ich das jetzt zumache... Gut, ich glaube... So, Leute, ja, da bin ich wieder. Es war kurz abgestürzt, deshalb, ja. Alles klar. Da sind wir wieder, mit unserem neuen Raumschiff. Sehr schön. Oh yeah. Da ist es. Sehr geil. Haha. Yay, mit Smiley. Und Abflug. Du hast erfolgreich ein Schiff für den Weltraumflug entwickelt. Der Himmel winkt, der Kosmos wartet. Das Universum ist dir untertan, vorausgesetzt du lernst, wie man das dieses Ding fliegt. Oh, alter Schwede, Leute, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's mega interessant. Willkommen zum Höhepunkt der Existenz. Unendliche Weiten. Der wildeste wilde Westen von allem, der Weltraum. Du kontrollierst das Schiff und bringst deine Rasse damit von einer planetengebundenen Zivilisation bis hin zum gewaltigen galaktischen Reich. Mal sehen, wie du vorankommst. Diese Leiste zeigt deine Fortschritte in Plaketten sowie die Entfernung des Zentrums der Galaxie an. Okay. Die Missionszentrale auf der Planetenoberfläche muss dich dringend sprechen. Beschäftigen wir uns also mit der Kommunikation. Ah ja, hier. Okay. Mhm. Dieser Videokommunikator ist dein Kontakt zu den Planetenbewohnern. Du musst in der Umlaufbahn des Planeten sein, um die Verbindung zu aktivieren. Ein Blinksignal zeigt eingehende Signale an. Sternenmann, erobere in der Zivilisationsphase alle anderen Städte und Staate.
So, hier haben wir jetzt das Kommunikationsfenster, Leute, vom Froschireich. Glückwunsch, Kadett. Ist das nicht ein schmucker Flitzer? Wir schrauben zwar immer noch neue Teile an dein Schiff, aber es ist für die Reise ins All schon so gut wie einsatzfähig. Bist du schon mal mit einem Raumschiff geflogen? Nicht? Naja, dann geht doch nichts über einen Testflug, wenn die gesamte Bevölkerung der Froschi vom Planeten Sebi zusieht. Was meinst du? Bist du bereit, dir deine Kapitänsplakette zu verdienen? Okay, ich bin dabei. So ist recht. Haha, schaut mal. Das sind wir, Leute. Jede Stadt... Genau. Jede Stadt auf dem Planeten Sebi hat eine riesige Kugel gen Himmel geschossen, um unser erstes Raumschiffgebühren zu feiern. Wirklich, die kannst du nicht übersehen. Fliege mit deinem Schiff erst einmal um deinen Planeten herum, zu 7 unserer Städte. 7 Stück, okay. Fliege durch die Kugeln, um sie zu zerstören. Sobald du fertig bist, bekommst du weitere Anweisungen. Viel Glück und mach keine Kratzer in den Lack. Alles klar, dann mache ich das doch auch nicht. So, deine unmittelbaren Missionsziele findest du hier im Mini-Missionstagebuch. Du kannst bis zu 3 Missionen in dieser Mini-Darstellung mitverfolgen. Das vollständige Missionstagebuch kannst du jederzeit mit der Taste L öffnen. Ja. Ah, schon, jetzt können wir hier... So fliegt man das Ding also. Okay. Zack. Ja. Hier kann man so die Höhe ändern, Leute. Sehr cool. So, jetzt haben wir hier unser Raumschiff. Cool, Leute. Man kann, glaube ich, auch mit WASD fliegen. Ne? Genau, Leute. Man kann auch mit WASD fliegen. Ha, sehr cool. Ja, das mache ich doch dann. Ich nutze lieber WASD als die Maus, weil das ist einfach für mich einfacher, so als Gamer hier. So, ja, cool, Leute. Einfach noch eine Stadt. Zack. Oh, nicht zack. Wir können sogar rückwärts fliegen. Jetzt haben wir hier unser Raumschiff, Leute. Wie geil. Wir können sogar ganz nah dran hier, schaut mal. Wir können sogar ganz nach unten. Hallo. Hallo, meine lieben Sebis. Naja, gut. Ich glaube, wir müssen noch da hinten durch und dann haben wir das, oder? Zack. Und am besten noch hier links. Hier links irgendwo. Genau hier, Leute. Ja, sehr schön. Cool, das haben wir geschafft. Oh, nicht kaputt gehen. Hallo, meine Lieben. Ihr freut euch, ne? Alles klar, wir haben hier noch eine neue Nachricht. Gut gemacht, Kadett. So wie du fliegst, bist du im Handumdrehen Kapitän. Was soll ich als nächstes tun? Da du jetzt ein Fliegerass bist, kannst du endlich die großartigen Werkzeuge einsetzen, die wir für dein Raumschiff erfunden haben. Wir haben schon länger daran gearbeitet, die Pflanzen und Tiere scannen zu können, die du auf deinen Reisen entdeckst. Aha, okay. Sieht aus, als wäre das Werkzeug genau zur rechten Zeit fertig geworden. Der Sporpedie-Eintrag eines unserer Tiere hatte kürzlich genau zu dem Zeitpunkt einen Fehler, als das Tier eigentümliche Symptome aufzuweisen begann. Okay. Du musst das Tier scannen, damit wir mehr Informationen über diese Spezies erhalten. Okay. Die fragliche Kreatur ist von einem seltsamen Leuchten umgeben. Dein Schiff ist mit einem Radarwerkzeug ausgerüstet, das im Hauptwerkzeugsmenü ein- und ausgeschaltet werden kann. Ja, das hier, ne? Ja, genau. Es zeigt auf der Planetenoberfläche Missionsziele und interessante Objekte an. Das Radar piept schneller, wenn du deinem Ziel näher kommst. Wähle das Scannerwerkzeug aus dem Hauptwerkzeugmenü aus. Gut. Ja, ja, klar. Dein Werkzeugmenü ist nach Typen sortiert. Dein Scannermenü findest du im Hauptwerkzeugmenü. Mit einem Blick wählst du es aus. So, hier ist Scanner. Radar. Genau, das sollten wir ja anmachen, ne? Ah, schaut mal. Ja, in der Richtung da vorne ist irgendwas. Wir sollen ja ein Tier finden, ne? Wir sollen ja ein Tier finden. Und das wird schneller und da hinten, oder? Wir sollen ein Tier finden, das irgendeine Krankheit hat. So, jetzt sind wir das Raumschiff, was euch zum Weglaufen bringt. Ah. Okay, aber wir wollen euch nichts tun, wir wollen euch nur scannen. Okay, Leute. Zack, das war's schon. Okay, öffne deine Kommunikationskanäle. Was? Okay. Gut, hier. Ausgezeichnet. Unsere Wissenschaftler sind ganz begierig darauf, die Daten zu analysieren. Schaut mal. Schockschwere Not. Was?
diese Information durch das Scannen war wirklich wichtig. Wir wissen jetzt, dass wir diese Spezies genau untersuchen müssen. Dein Schiff hat einen Entführungsstrahl, den du im Frachtmenü findest. Sammle mit diesem Werkzeug ein Exemplar ein und bring es zu uns. Ach, krass, Leute, krass. Setze deinen Entführungsstrahl im Frachtmenü ein, um diese Kreatur zur weiteren Untersuchung zu beschaffen. Du musst den Strahl aktiv halten, bevor die Kreatur vollständig im Frachtraum des Schiffs angekommen ist. Unterbrichst du zu früh, kann das zu wenig wünschenswerten Ergebnissen für das Opfer führen. ich meine für das Exemplar. Alles klar, Leute. Gut, das haben das Ding da unten, ne? Guck mal, wir entführen. Jetzt entführen wir. Haha. So. Das haben wir schon geschafft hier. Hier unten sehen wir jetzt Sulgin-Fleischfresser. Du hast anscheinend das richtige Exemplar beschafft. Du musst es in einer unserer Städte abladen. Wähle die abzusetzende Fracht im Frachtmenü an und lade sie in der Stadt ab. Achte darauf, dass du sie sanft auf die Oberfläche beamst. Sonst musst du ein zweites Exemplar beschaffen. Und vor allem die Sauerei wegputzen. Nee, das will man ja nicht. Okay, Leute. Gut. Hier einfach drauf. So, genau. Da ist ein Tierchen. Der frisst das einfach. Deren Ernst? Der hat's gefressen. Naja, gut. Naja, gut, Leute. Richtig gute Arbeit, Kadett. Du hast uns für unsere Forschung ein ausgezeichnetes Exemplar gebracht. Zwei untersuchen, eins entführen, sag ich immer. Was ist gefressen, Junge? Na ja, gut. Das von dir beschaffte Exemplar war offenbar krank und trägt ein Virus in sich. Oh, überall Viren, ey. Das sich mit alarmierender Geschwindigkeit ausbreiten kann. Es stellt eine Gefahr für unser gesamtes Ökosystem dar. Wir wollen die Angelegenheit mit Feingefühl erledigen. Darum haben wir unser Raumschiff mit einem sehr praktischen Mini-Laser ausgestattet. Er ist so präzise, dass du die infizierten Kreaturen erledigen kannst, ohne einem gesunden Tier zu schaden. Wähle den Mini-Laser in deinem Waffenmenü aus und ziele auf die infizierten Kreaturen. Vorsicht, worauf du den Laser richtest. Er kann Gebäude, Fahrzeuge und andere Raumschiffe zerstören. Ach krass. Geh jetzt, bevor die Infektion sich weiter ausbreitet. Okay, Leute, wir müssen infizierte Tiere töten. Alles klar. 5 Stück, um genau zu sein. Wow. Okay, Leute, dann hier, zack, zack. Cool, Leute, das ist richtig cool hier. Zack, zack. Okay, Leute, wir bekämpfen also quasi einen, ja, Coronavirus auf Spore-Welt. Alles klar, hier, zack. Sehr gut. So, Leute, löbliche Arbeit. Du bist aus dem richtigen Haus geschnitzt. Du hast dir den Respekt und das Vertrauen deiner Heimatwelt verdient. Wir wollen, dass du als Pilot dieses Raumschiffs unsere Rasse bei der Forschung der Galaxie vertrittst und uns Ehre machst. Du bekommst die Plakette und damit den Titel Kapitän. Jawohl, Leute. Unsere Wissenschaftler haben einen interplanetaren Antrieb für dein Raumschiff entwickelt. Aber du musst ihn erst noch installieren, Kapitän. Sehr schön. Und da ist auch schon meine Uhr. Alles klar, Leute, dann würde ich mal sagen, Objekt kaufen. Kapitän, pack deinen Glitzeranzug aus. Wir schicken dich auf die Reise ins All. Wir vermuten nämlich, dass wir nicht allein in dieser Galaxie sind. Wir haben seltsame Funksignale vom Planeten Brügge aufgefangen, der ebenfalls unseren Heimatstern umkreist. Du sollst dir das genauer ansehen. Sehr lobenswert, Kapitän. Missionszentrale Ende. Sehr cool, Leute. Wir haben eine Plakette erhalten. Sehr gut. Glückwunsch, du hast die Plakette und den Titel Kapitän verdient. Missionstage machen. Naja, okay. Aber ich muss jetzt erstmal, Leute, ich muss die Folge beenden. Verdienen dir die Plaketten durch Aktionen. Genau, für verschiedene Sachen. Hier kriegt man Plaketten, Leute. Hier, richtig gut. Plaketten, Ökonom, Waffen und so weiter. Gut, Leute. Solarsystem verlassen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, ich muss den Planeten verlassen. Cool, Leute. So kann ich jetzt speichern. Ich kann speichern, Leute. Gut. Wir verlassen unseren Heimatplaneten tatsächlich. Und wie es jetzt weitergeht, Leute, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge. ja.
hoffe ich mal, dass euch die Folge gefallen hat. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag, ne? Tschüss, tschüss.